Roland fror. Die nasse Kälte war in seinen Kleidern hochgestiegen und hatte sich um seine Schultern herum unter dem Mantel festgesetzt. Dann und wann trat er ein paar Mal heftig auf, um seine erstarrten Füße zu beleben, aber die Tritte klangen so laut über den fast leeren Rathausplatz, dass er bald wieder innehielt. Er ging also hin und her auf einem Stück Straße, das er sich in Gedanken genau abgesteckt hatte. Obwohl er von hier aus alles übersehen konnte, was er übersehen wollte, ging er doch öfter über die Straßenbahnschienen hinüber zu der kleinen Baumgruppe, die fast in der Mitte des Rathausplatzes neben dem Pissoir stand. Das Pissoir musste schon mehr als 2 Stunden geschlossen sein. Mitternacht war längst vorüber. Felix Rexhausen. Zaunwerk, Szenen aus dem Gesträuch.